Tango. Il Condor Pasa, was einem auch wirklich schwer gemacht wird. Also wenn wir sind original in Cusco gelandet und am Flughafen läuft El Condor Pasa. Das ist schon dramatisch. Also, man sollte sich ja nicht fremd fühlen. Nee, aber es ist auch schwierig, dem Tango zu entgehen in Argentinien, wo wir das konsequent gemacht haben. Mal Peru. Also ich glaube, das moderne Kolumbien hat kaum jemand auf dem Zettel. Da ist dieses Image Drogen und Escobar allgegenwärtig, auch wenn sich da wahnsinnig viel getan hat. Also da sind so die größten Diskrepanzen gewesen. Ich würde sagen, die meisten Klischees, also jetzt Ecuador, glaube ich, ist sehr unbekannt. Und ich glaube, die meisten Klischees, aber das haben wir eben hier auch viel in der Fußgängerzone kennengelernt, ist eben Peru. Der Poncho, die Panflöte, Machu Picchu. Wie sind Sie denn an Geschichten gekommen, wie zum Beispiel diese Kindergewerkschaft in Bolivien? Ne? Also dass Kinderarbeit ein großes Thema ist in Südamerika. Ich war nun auch selbst, bevor ich jetzt für diese Reportagereise dort war, auch schon häufiger in einigen Ländern Südamerikas, in Kolumbien, in Peru. Das war für mich nicht das erste Mal, dass ich dort war. Und dann springt ihnen das auch im Straßenbild entgegen. Kinder, die Schuhe putzen, Kinder, die Bonbons verkaufen und so weiter. Und insofern wussten wir recht schnell, dass wir darüber eigentlich eine Geschichte machen wollen. Über die Hintergründe, über die Umstände, unter denen dort gearbeitet wird. Und haben dann Mitarbeiter in Bolivien selbst oder in Chile oder in Argentinien, also Landsleute, die dann für uns anfangen zu recherchieren in Absprache mit uns und sagen, ich habe hier Kinder, mit denen ich im Gespräch bin, die sind Teil dieser Gewerkschaft und wir gucken, dass wir dort drehen können, wir gucken, dass wir dort eine Versammlung drehen können. Also das bereiten sie natürlich über viele Monate vor, zum Teil viele, viele Monate, bis eine Drehgenehmigung da war und manches drehen sie spontan. Also das sind Unterschiede, also wir haben auch Geschichten, zum Beispiel mit Maurizio, ne, in Medellin, wo wir ganz spontan gesagt haben, die Geschichte, die wir eigentlich drehen wollten, die lassen wir, die haben sie gedreht, aber haben sie jetzt gar nicht mit in den Film aufgenommen, sondern wir nehmen eine andere Person, die uns so beeindruckt hat, miteinander und kennenlernen und machen eine Geschichte über diesen Menschen. Also es muss auch dieser Raum für Spontanes sein, sie müssen natürlich eine solche Reportage vorbereiten und fahren nicht einfach mal drauf los, sondern haben natürlich auch Drehzeiten und eine begrenzte Zeit vom Aufenthalt, die sie dort sind. Aber es muss immer auch Raum sein, die Augen aufzuhaben und zu sagen, guck mal, das, was da am Wegesrand ist, das ist ja toll, lass uns das machen. Mhm. Ich muss auf Ihre Tauchgeschichte. So, man sagt ja ganz einfach eigentlich, ach ja, die tun nichts. Ja? Die wollen nur spielen. Die wollen nur spielen, ja. Hatten Sie dieses Gefühl auch? Ja, das ist nicht nur ein Gefühl, das ist wirklich eine Tatsache, dass Sie, wenn Sie, ich rede jetzt nicht von weißen Haien, also von der Küste Südafrikas oder in Australiens zum Teil, wäre ich auch vorsichtig damit, ins Wasser zu gehen, auch als langjährige erfahrene Taucherin. Aber wenn Sie mit normalen Haien tauchen, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass die auf Sie losgehen. Das sind keine blutrünstigen Monstertiere, sondern sehr schöne, für das ökologische Gleichgewicht auch sehr wichtige Tiere. Und es gibt vielleicht 5, 6 tödliche Haiattacken im Jahr, über die dann wirklich weltweit berichtet wird. Schon wieder Haiattacken vor der Küste Australiens. Und es werden über 100 Millionen Haie getötet. Mit entsprechenden Folgen auch für die Unterwasserwelt. Und ich glaube, das steht dann auch in der Tat in keinem Verhältnis. Also ich habe ganz sicherlich keine Angst, wenn ich mit Haien tauche. Überhaupt nicht. Aber Respekt? Ja, sollte man auch haben. Ja. Natürlich, selbstverständlich. Ja. Sie haben auch Respekt, wenn Sie in Berlin durch den Park gehen und ein Rottweiler kommt auf Sie zugelaufen. Weil Sie da im Zweifelsfall in weitaus größerer Gefahr sind als unter Wasser, wenn Hammerhaie auftauchen. Ja. Aber Sie werden nicht Haibotschafter, also was man gerade. Nein, das ist ja auch. Dermaßen warm von diesen blutrünstigen Viechern, dass ich denke. Weil Sie haben natürlich andere Erfahrungen gemacht. Das sind keine blutrünstigen Viecher. Nein, das ist ja ein Seitenaspekt, der aber natürlich zu diesem Weltnaturerbe Galapagos gehört. Also die Haie dort sind eben auch ein Teil, warum so viele Tauchtouristen kommen und dafür viel, viel Geld diese Inseln besuchen und das Geld natürlich auch dort lassen. Die Haie zum Teil dann ein bisschen verscheuchen. Danach wollte ich auch gerade. Und insofern ist das auch ein wirtschaftlicher Aspekt natürlich für die Galapagos. Richtung zeigen, wie sich da als Nightlife oder auch die moderne Stadt entwickelt hat.
Und das gibt es ein paar Bilder, aber wir hatten uns dann einen Abend vorgenommen, wo wir gesagt haben, die Idee war, die Stadt ist voll. Also es ist ein bisschen wie die Reeperbahn, muss man fast sagen, in Hamburg. Also ein Trubel, die gehen alle aus und die Straßen sind voll. Den Abend, den wir noch zur Verfügung hatten, um das zu drehen, war auch noch ein Samstag, also beste Voraussetzung. Wir hatten alle so die Idee, Marietta schlendert, guckt sich dann diese Open-Air-Restaurants an und ist goss sowas von in Strömen. Wir waren dann noch auf der Dachterrasse verabredet, wo sich die Leute auch eher gekauert haben dann unter die Seitenschirme. Und das sind Sachen, die können sie eigentlich nicht mehr verholen. Ja, vor allem ist auch keiner da. Der Kolumbianer an und für sich hasst Regen, weil das auch relativ selten vorkommt und verlässt dann nicht das Haus. Das heißt, Samstagabend die Straßen gerade waren wie ausgestorben, während es in den Tagen vorher richtig irgendwie Barbole gab. Ja, also das saß etwas frustriert in unserer Bar. Das hat er nicht gehabt. Und ansonsten muss ich sagen, hatten wir ein wahnsinniges Glück. Also auch die, selbst wenn man in so Marietta war, nun schon häufiger in Südamerika, aber wenn man viel reist, weiß man, dass viel schief gehen kann. Und da muss ich wirklich sagen, hatten wir ein solches Glück. Weder Flüge noch Gepäck noch sonst irgendwas, wo sie auch die Themen sich vorgenommen haben. Oder wir treffen dann die Leute oder haben Drehgenehmigungen, die auf ganz enge Slots eingepreist sind sozusagen, also auch so Leute wie Pablo Kuczynski, wird wahnsinnig lange vorher verabredet, weil der natürlich auch ein gefragter Gesprächspartner ist, wenn sie da einen Flug verpassen oder sonst irgendwas, und da sind wir echt verschont geblieben. Also ja. Das war in einigen Stadtteilen in Medellin, das war für uns eben auch so interessant, dass man gesagt hat, man sieht die Stadt im Wandel und so weiter. Sie haben die Gebiete, wo sie sich relativ frei bewegen können, aber es gibt, und das war eben uns auch wichtig bei allem Medellin-Hype, dass sie genauso schnell um eine Ecke biegen und dann sind sie in echter Gefahr. Also das muss man so ganz klar sagen. Also die Touristen, oder es gibt Bereiche, wo sie ganz normal hingehen können, oder es gibt andere, nur wir waren auch in Gebieten, da war es auch klar, da müssen wir tagsüber drehen und da gehen wir auf gar keinen Fall nachts hin. Also das ist, da sind wir... Als wir das Sozialprojekt gedreht haben, genau. Wo auch ganz klar war, hier diese Straße und diese Häuser, aber eine Straße weiter, da geht ihr nicht. Da dürft ihr hindrehen, aber in die Richtung dürft ihr nicht drehen. Dann ist das auch so abgesprochen, dann haben sie das sind so Oberhäupter der Quartiere und mit dem war das abgesprochen, der findet das Sozialprojekt toll, der hat dann gesagt, ja, ihr könnt da kommen. Und dann verlassen sie sich auch drauf. Wir sind aber auch in zwei, drei Gelegenheiten, haben wir auch Polizeischutz. Also sie haben da kleine Polizeieinheiten, wo sie sich anmelden und die fahren dann im Abstand. Wenn wir Rolltreppe gedreht haben. Genau. Die ist jetzt im Film gar nicht drin. Das haben wir dann auch rauslassen müssen, in der Länge wegen. Ähnlich wie die Gondel, eine Rolltreppe, die das Land von oben an den Hängen und mit dem Zentrum verbindet und damit eine neuartige Infrastruktur schafft. Und da haben wir auch gestimmt. Da verlassen sie sich aber auch auf unsere Leute vor Ort, die sagen, das geht. Oder wir haben auch Situationen gehabt, wo wir gesagt haben, wir packen jetzt sofort alles ein. Da sind Typen um uns rumgeschlichen, wo wir gesagt haben, die führen nichts Gutes im Schilde. Also das ist, da muss man aber auch ein Gefühl für haben und dass wir da gesagt haben, eben, dass da heißt es dann so, wir packen alles ein, egal was ist, zack, alles ins Auto weg. Also. In welchem Land hatten Sie das Gefühl, dass die Menschen da am glücklichsten sind? Man sagt ja, hier in Dänemark sind in Europa die Menschen am glücklichsten. Was mir vielleicht noch einfällt, wo die Leute besonders zufrieden waren, war auf Galapagos. Ja. Wer es dahin geschafft hat als Ecuadorianer, die haben sich zufrieden gefühlt. Wir hatten auch gefragt, also so, wenn wir da gefahren sind, was sie an Galapagos, weil da kommt man hin, da ist nichts. Ne? Also 3% der Insel sind überhaupt bewohnt, da sind ein paar Häuschen. Da ist jetzt wenig Infrastruktur, alles Zeug muss da hingefahren werden. Und dann haben wir gefragt, was gefällt Ihnen, hier da auch so lange zu leben. Und dann haben die gesagt, der Frieden. Also das ist die Ruhe und der Frieden und nicht dieses, das haben sie ja in vielen Ländern, doch die latente Gefahr eines politischen Umbruchs oder einer Unzufriedenheit oder was die Kriminalität angeht, die natürlich auch in gewissen Bereichen immer noch da ist, egal in welcher Stadt, auch in Lima, das haben Sie ja gesehen, das Haus ist, da ist oben Stacheldraht, da ist zum Teil Elektrozaun gezogen und so weiter, also das ist schon alles krass.
wenn man hier aus Mitteleuropa kommt und da das gewohnt ist. Und auch Leute, die uns erzählt haben, wenn sie hier in Europa sind, die finden es so toll, dass die Tochter einfach mal um die Ecke einkaufen gehen kann. Das gibt es da zum Teil nicht. Selbst wenn man sich da frei bewegen kann, sie müssen immer ein Auge drauf haben, ist hier, was ist eventuell gefährlich, gibt es hier eine gefährliche Situation, wie ist es mit dem Einkaufen, Entführung und so weiter. Das ist ja alles noch eine Währung, die da zählt. Und das fand ich interessant, dass diese abgeschlossene Insel, wo man natürlich nur mit dem Flugzeug quasi hin und wieder wegkommt, das ist natürlich auch ein geschützter Bereich. Und das, wie gesagt, dann dieser Frieden und diese Ruhe, das war auf Galapagos. Dass die Tiere überhaupt keine Angst vor Menschen haben, weil sie davor immer geschützt werden. Also die dürfen so genau, nicht näher als 2 Meter, gibt es glaube ich einen Abstand von diesen Riesenschildkröten, die auch im Film drin sind. Die haben Wasserspritzpistolen, weil sie die nicht anfassen dürfen. Die haben sie ja gesehen, die liegen im Restaurant auf der Hollywood-Schaukel und die belegen auch ihr Boot. Nicht? Also die Leute, die da ein kleines Schlauchboot haben, da wenn sie Pech haben, ist da eine Robbe drin. Also weil die finden es herrlich, schaukelt und die dürfen sie, wenn sie dabei einen, das ist im Hafen schwierig, da haben sie immer einen, der sie sieht, die kriegen die also nicht weg. Das heißt, die machen es meistens mit dem Wasserschlauch oder sowas, bis der Robbe zu blöd wird und dann geht die ins Wasser. Aber dadurch ist das so ein ganz ungewöhnliches Miteinander mit den Tieren. Auch das haben sie ja gesehen, die Finken, die müssen in den Frühstücksraum reinfliegen. Das sind so auch so Sachen, die erlebt man dann vor Ort und ist komplex. Ja. Ich habe noch eine Frage, das muss ich unbedingt wissen. Als Sie durch diese merkwürdige Straße da gefahren sind, in den Bergen, also, macht man das einfach so? Ohne, ja, hatten Sie da keine, nee, was für Gefühle hatten Sie? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn ich in der Straße entlang fahre, da geht es 3000 Meter runter oder 1000 Meter. Ja. Dass ich das einfach so wie eine Achterbahnfahrt oder so sehe. Die eigentliche Frage dahinter ist, Frau Slomka, saßen Sie da wirklich drin oder war das Das hätte ich mir nicht nehmen lassen, außerdem mussten wir ja auch dort runter, weil wir nur die Verabredung... War ja nur die Fahrt zum Drehort. Kokabau, es war eigentlich nur die Fahrt zum Drehort. Und ich saß hier, der Kamera saß vorne, um durch die Windschutzscheibe drehen zu können. Ich saß hinten links, dann haben sie einen besonders schönen Blick, weil wenn sie da rausgucken, sehen sie gar keine Straße mehr, sondern nur noch Abgrund. Eine gewisse Form von unerschrocken sein gehört vielleicht auch dazu, zu so einer Reportage, sonst brauchen sie eigentlich auch nicht aus dem Haus zu gehen. Ich bin jetzt relativ nervenstark, glaube ich, also so schnell bringt mich sowas da nicht aus der Fassung. Das ist unterschreiblich. Also das macht auch großen Spaß, mit Marietta unterwegs zu sein, weil sie wirklich, wie sie selber sagt, sie ist unerschrocken. Also das hat wirklich Spaß gemacht.